Willkommen in Kuala Lumpur. Einer überraschend modernen Stadt. Pulsierenden Verkehrsadern mit Motorradgangs an jeder Ampel. Kreuzungen sind dabei teilweise sehr, sehr farbenfroh und ansprechend designt. Genauso wie die riesigen Malls, die oft über zweistellige Stockwerke gebaut sind. Highlight ist natürlich Bukit Bintang, das Zentrum des Zentrums. Sogar in der Stadt findet man beeindruckendes Wildleben hier eines Affens. Hi, mein Name ist Sascha und ich sitze hier in meinem schönen Wohnzimmer in Kuala Lumpur. Ich bin im Regalia, einem mehrstöckigen Hochhauskomplex. Wobei man sich die verschiedenen Stockwerke in Apartments mieten kann. Highlight ist natürlich der Infinity Pool auf dem Dach, wo man zu Tagzeiten einfach eine traumhafte Aussicht über die ganze Stadt hat. Und auch bei Nacht, insbesondere bei Gewitter, eine sensationelle Aussicht genießen kann. Tagsüber kann man sich dann auf das kulinarische Highlight in Kuala Lumpur freuen. Durian. Durian ist wirklich ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Mutter Erdes, dessen Genuss unbeschreiblich ist. So lecker. Und Malaysia ist einfach das Land, um Durian zu genießen. Malaysia ist wirklich ein Land der Gegensätze, insbesondere hier in Kuala Lumpur, wo man einfache Häuser wie diese direkt neben modernsten Türmen wie diesen findet. Das ist das zweithöchste Gebäude der Welt und es steht in direkter Nachbarschaft zu solchen Gassen. Wahrlich eine sehr vielseitige Stadt. Und mit ein paar Impressionen von den berühmten Batu Caves runde ich meinen Videogruß an dich ab. Die Batu-Höhlen sind eine Höhlen- und Tempelanlage, die in den Berg hinein gewachsen und gebaut wurde, wobei man verschiedene Tempel sehen kann. Natürlich auch Affen. Schöne Affen.